Ja, hallo und herzlich willkommen bei Einfach Backen. Mein Name ist Marcel Paar und in diesem Video zeige ich dir mal mein Rezept eines süßen Hefeteiges und wie ich den natürlich herstelle und was ich beachte. Es wird in diesem Video kein Produkt daraus gebacken. Jetzt wirst du vielleicht sagen, hey, was soll denn das Video? Aber ich will dir detailliert zeigen, wie ich den knete, auf was dass ich achte und welche Fehler, dass ich häufig sehe, die du eigentlich ganz einfach vermeiden kannst. Ich werde dir da auch noch ein paar Beispiele machen. Und ja, Rezepte bekommst du von mir noch zur Genüge. Zu diesem Video startet auch schon parallel ein anderes Video. Dort findest du dann das erste Rezept, das du dir aus süßem Hefeteig herstellen kannst. Ich werde da drei, vier Videos darüber machen. Sag mir Bescheid, wie du diese Videoserie findest. Jetzt legen wir erstmal los. Ich nehme dich mit in die Konditorei. Viel Spaß! Für dieses Rezept brauche ich Zucker und einen Vanillestängel. Weißmehl, Butter, kalte Butter in Stücke geschnitten, Salz, ein Ei, Hefe und Milch. Das Rezept findest du wie immer auf meinem Rezepteblog www.marcelpaar.com. Den direkten Link zum Rezept verlinke ich dir unterhalb dieses Videos in der Infobox. Ja, dann bereite ich meine Küchenmaschine vor, gebe zuerst mal die kalte Milch, wirklich kalte nehmen und die Hefe rein. Hier wichtig den Knetarm verwenden und kratze dann die Vanillestange auf, gebe den Zucker auch noch bei. Ich verwende hier echte Vanille, muss man halt die Samen auskratzen. Es geht natürlich auch Vanilleextrakt. Aber hier gibt halt noch diese schönen Samen dann im Teig und sieht herrlich aus und schmeckt echt lecker. Dann schlage ich das Ei auch noch rein. Wenn du hier auf Nummer sicher gehen willst, einfach zuerst in der Schüssel schlagen, damit sicher keine Schalenteile im Teig sind. Mehl gebe ich bei, Salz und den Butter, den lasse ich noch stehen und lass mir jetzt erstmal die Rührmaschine in, ja, tiefer Geschwindigkeit mal an, damit nichts rausfällt. Und warum mache ich das? Jetzt kann sich der Teig eigentlich gut entwickeln, denn Salz ist eigentlich ein Triebhemmer, das heißt, Salz und Hefe, die kommen nicht so gut zusammen aus und hindert eigentlich die Hefe sich am Entwickeln und darum gebe ich das Salz wie auch die Butter etwas später bei. Die Butter hat genau den gleichen Effekt, da sie den Teig natürlich sehr schwer macht und so die Hefe wie auch den Gluten an der Teigbildung hindert. Das erkläre ich dir ja dann später noch detailliert, dann wirst du es auch etwas besser verstehen. So, der Teig ist jetzt ziemlich fest noch. Das ist natürlich, weil die Butter noch nicht drin ist und das Salz noch nicht. Und das gebe ich circa nach 3-4 Minuten bei, nachdem ich schon den Teig etwas geknetet habe. Jetzt öffne ich mir die Küchenmaschine und gebe noch das Salz bei und die Butter. Die Butter wirklich kalt beigeben, denn sonst erwärmt sich dieser Teig durch die Rührbewegung zu schnell. Und wenn ein Teig sehr warm ist, geht er auch viel schneller auf. Denn Wärme ist eine Nahrung für Hefe und je wärmer ein Teig, desto schneller geht er auf. Das siehst du im Sommer. Im Sommer geht ein Teig schneller auf als im Winter. Im Winter tendenziell wärmere Milch und wärmere Butter verwenden und im Sommer wirklich kalt arbeiten. Denn du hast da immer noch eine Kneterwärmung, die du berücksichtigen musst. Ja, jetzt siehst du, der Teig hier ist nach vielleicht 2-3 Minuten ist er so wieder weich geworden. Und ich arbeite hier immer auf mittlerer Stufe des Rührwerks. Nachdem die Butter drin ist, das geht einen Moment, bis er wieder schön weich wird. Und du siehst jetzt, der löst sich schon ganz leicht vom Rand. Der ist auch fast etwas zäh noch. Und das ist jetzt ein gutes Zeichen, denn der Gluten entwickelt sich. Hier nicht den Fehler machen, wirklich nicht den Fehler machen, dass du jetzt einfach noch ein bisschen Mehl reingibst oder sonst irgendwas. Einfach abwarten. Wenn du dich genau an das Rezept hältst, dann wird der Teig auch gut.
Vielfach hat man zu wenig Geduld und gibt einfach etwas Mehl nach, dass sich dieser Teig so schnell wie möglich vom Kübelrand löst, sagt man ja immer. Aber das ist eigentlich, ja, nicht ein Fehler. Es geht natürlich noch optimaler. Ja, so sieht der Teig circa nach 10 Minuten Laufzeit aus. Du siehst, die Kitchen Egg wackelt natürlich rum. Das ist natürlich auch ein kleines Modell. Und hier als Empfehlung, wenn du das zu Hause machst, stell dir die Maschine gleich ins Spülbecken, dann fliegt sie sicher nicht vom Tisch oder du hast gleich eine bessere Maschine als ich. Manchmal halte ich sie aus fest, je nachdem. Also siehst, der Teig löst sich jetzt langsam ein bisschen vom Kübelrand. Ich zeige dir jetzt, wie du so einen Teig testen kannst, ob er gut ausgeknetet ist. Und du nimmst dir ein Stück Teig, ein bisschen Mehl an die Finger nehmen und dann ziehst du den eigentlich so auseinander mit Gefühl. Und wenn sich der ganz schön dünn ausziehen lässt und nicht reißt, also jetzt reißt er noch, dann ist er ausgeknetet. Jetzt ist er noch zu wenig und gibt dem Teig wirklich diese Zeit, sich entwickeln zu lassen. Das Produkt wird dann einfach viel schöner, jetzt ein bisschen Zeit lassen beim Teigkneten. Jetzt nehme ich dich kurz mal mit an meinem Bildschirm und erkläre dir die ganze Sache noch detailliert. Und das kann ich eigentlich ganz einfach anhand dieser Grafik machen hier. Und zwar, wie gesagt, falls du nur ein kurzes süßer Hefeteig-Video sehen wolltest, dann musst du ein anderes schauen, denn bei mir geht es wirklich in die Details rein. Aber ich denke, wenn dich das nicht interessieren würde, hättest du das Video schon lange verlassen oder weggeklickt. Also guck jetzt. Nehmen wir an, dieser Ballon hier steht für den Teig. Und um ein Gerüst zu bekommen, also dass der schön aufgeht, muss sich der Teig schön entwickeln. Und das ist das, was ich dir gezeigt habe mit dem Auseinanderziehen des Teiges. So kannst du ihn testen. Und dieser Teig, den ich jetzt vorhin getestet habe, wäre jetzt etwa so. Der ist noch nicht entwickelt. Also nicht ganz ausgeknetet, darum wäre das Endergebnis der Brötchen so und hier hättest du ein viel größeres Volumen. Warum? Du hast ja Hefe im Teig. Hefe macht, dass der Teig aufgeht und du musst dir das jetzt so vorstellen. Hefe wandelt eigentlich Sauerstoff in Kohlendioxid und Alkohol um und dabei entsteht ein Gas. Wie beim Ballon, wenn du ihn aufblasen wirst. Aber nur hast du hier nicht Plastik, sondern das ist der Teig. Und durch das Auskneten des Teiges, das richtige Auskneten, wird diese Hülle hier viel dehnbarer und lässt keine Luft durch. Jetzt dieser Teig ist noch zerrissen und da strömt halt hier das Gas der Hefe aus und kann nicht richtig aufgehen. Und bei diesem hier, wo der Teig jetzt, dieser Ballon, der für den Teig steht, der gut ausgeknetet ist, wird das Gas, das aus umgewandelt wird und der Alkohol der Hefe viel besser zurückgehalten und daher hast du ein größeres Volumen. Das ist jetzt eigentlich zusammengefasst das Wichtigste, was du über Hefeteige wissen willst, also was Weizenteige angeht. Ist natürlich jetzt extrem runtergebrochen, aber im Großen und Ganzen habe ich dir jetzt hier in 2-3 Minuten erklärt, was ich 3, 4, 5 Jahre gelernt habe. Ja, und jetzt zeige ich dir das natürlich noch hier in der Praxis. Ob die Knetzeit bei dir 10 Minuten, 15 Minuten oder sogar 20 Minuten ist, weiß ich nicht. Ich kenne deine Küchenmaschine nicht. Das ist auch von der Menge her unterschiedlich. Das musst du wirklich selber rausfinden. Teste den Teig einfach so. Schau, du kannst ihn rausziehen. Und jetzt hast du ein schönes Gerüst und der reißt nicht mehr. Du kannst, man sagt, dadurch fast Zeitung lesen, wenn er sich wirklich auseinanderziehen lässt. Ist der Teig soweit gut ausgeknetet? Ja, was mache ich jetzt noch? Ich nehme ihn mir aus der Rührschüssel, mache so eine Kugel und gebe ihn eigentlich wieder zurück und lasse den Teig für ca. 20 bis 30 Minuten aufgehen und dann ist er zum Weiterverarbeiten bereit. Ich decke mir hier den Teig noch ab, währenddem dass der aufgeht. Dazu nehme ich immer ein Plastik und kein Küchentuch, denn so eine Plastikfolie isoliert viel besser als ein handelsübliches Küchentuch. Aufgehen lassen und der Teig ist zum Verarbeiten bereit.
Ja, das war's mit diesem Video. Grundrezept, süßer Hefeteig. Du hast gesehen, was ich beim Kneten beachte. Und wichtig, wirklich diese Fensterprobe mit dem Ausziehen. Ich habe es dir gezeigt, ein noch nicht gut ausgekneteter Teig zu einem gut ausgekneteten Teig. Das Zurückhalten der Luftvolumen ist natürlich viel, viel größer beim Teig, der ausgeknetet ist, denn das gibt so eine Struktur wie ein Ballon und dort geht die Luft nicht raus und gibt dir im Endeffekt eigentlich auch das größere Backvolumen. Ohne irgendwelche Zusatzstoffe, rein natürlich, nur durch den Knetprozess hast du ein größeres Volumen an Gebäcke. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass die Stränge beim Ausrollen weniger reißen, weil du ein optimales Klebergerüst hast. Wichtig ist dir zu sagen, das ist wirklich nur beim Weizen so, denn der hat Gluten drin und Gluten ist das teigbildende Eiweiß. Das war's, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch, bei Fragen unten in die Kommentare. Hier geht's zum Rezept, hier bekommst du eine kostenlose Umrechnungstabelle und hier geht's zum letzten Video und abonnieren kannst du hier oben. Ich wünsche dir viel Spaß und bedanke mich für deine Unterstützung, dein Marcel.